So sehen die meisten Straßen in Hermeskeil gerade aus. Die Seitenränder wurden aufgerissen, Leitungen verlegt und dann nicht mehr richtig zugeschüttet. Grund dafür ist der Glasfaserausbau. Auch Reinhard Bäumler ist davon betroffen. Sie sehen hier, wo der Graben ist, die Hauptleitung, die von vorne von der Straße durchführt bis nach hinten hin. Und wir haben auch schon den Hausanschluss, der durch den Boden durch und durch die Mauer bis in den Keller rein verläuft. Das heißt, alles ist da, eigentlich sollte es funktionieren. Aber es geht nicht. Vor knapp 2 Jahren wurde in der Hunsrücker Kleinstadt mit dem Ausbau begonnen. Aber seit einem Jahr bewegt sich wenig, auch bei der Baustelle vor dem Haus von Reinhard Bäumler. Anfang dieses Jahres wurde immerhin der Anschluss im Haus installiert. Den zeigt er uns. Können Sie sich das aussuchen, wo er hinkommt? Ja, ich wollte das eigentlich auch im Heizkeller haben, weil das auch die kürzeste Strecke von der Straße hier zum Haus gewesen ist. Okay. Der ist hier hinten. Mal kurz hochsteigen. Eigentlich ist alles da. Der notwendige Kasten hängt an der Wand. Und trotzdem funktioniert das Glasfaser-Internet bei ihm noch immer nicht. Warum, versteht Reinhard Bäumler nicht. Für ihn ist das einfach nur enttäuschend. Ich habe mehrere Anrufe getätigt bei der entsprechenden Hotline. Da gab es immer sehr freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Kompetenz sieht anders aus. Was ist so Ihre Meinung dazu? Also wie fühlt man sich da? Schlecht aufgehoben, ja. Um es noch gelinde auszudrücken. Gebaut wurde hier im Auftrag des Unternehmens Unsere Grüne Glasfaser, kurz UGG. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bayern hat bereits mehrere Regionen in Rheinland-Pfalz mit Glasfaser ausgestattet. Und die UGG ist auch verantwortlich für den gesamten Glasfaserausbau der Stadt Hermeskeil. Das Problem von Reinhard Bäumler ist kein Einzelfall. René Treitz, der erste Beigeordnete der Stadt, erzählt uns von mehreren solcher Fälle. Es gibt noch viele andere Stellen in Hermeskeil, die noch genauso da liegen wie hier, auch in den Ortsgemeinden in Rheinsfeld, in Grimburg und in Gusenburg. Eben weil nur eine Asphaltkolonne im Einsatz ist. Und die UGG baut ja weiterhin noch Tiefbaunetze aus. Sie ist ja noch nicht fertig. Und wenn man überlegt, welche Strecken noch zu bauen sind, ist das für mich nicht abschätzbar, ob die UGG dieses Jahr das noch wirklich so hinbekommt. René Treitz ist deshalb im ständigen Kontakt mit dem Unternehmen. Er sagt, auch die Terminplanung der Firma hätte er sich anders vorgestellt. Also für mich ist nicht verständlich, wie die UGG mit einem sehr überzeugenden Konzept bei uns aufgetreten ist, uns die Baumaßnahmen und die Bauphasen beschrieben hat, dass alles relativ zügig in einem Jahr fertig gebaut werden würde und jetzt heute Wortbruch betreibt. Indem sie eben nicht in der Zeit baut, indem sie eben solche Situationen, wie sie hier, hinterlässt. Und mit der Kommune auch nicht in der Lage ist zu kommunizieren, wann denn solche Probleme hier behoben werden. Ortswechsel. Wir sind in Schweigs, einem kleinen Ort der Verbandsgemeinde Pirmasens. Auch hier wurde im Jahr 2021 über Glasfaserausbau diskutiert. Auch hier mit der UGG. Mit einbezogen sein sollten auch die kleineren Orte, wie beispielsweise Schweigs. Geplant war der komplette Ausbau des ganzen Dorfes und der Mühlen. Ja, das wurde von der UGG damals zugesichert, dass das alles ausgebaut wird, dass jeder, der einen Anschluss haben möchte, ihn auch bekommt. Doch dann zog die UGG ihr Interesse an dem Projekt zurück, erzählt uns der Bürgermeister von Schweigs. Begründung: Von Beginn an habe die UGG kommuniziert, dass sie die Verbandsgemeinde Pirmasens nur ausbauen könne, wenn auch die Stadt Pirmasens dabei sei. Das wäre nicht der Fall. Deshalb sei ein Ausbau nicht möglich. Wir hatten uns alle darauf gefreut, dass es bei uns in der Region wirklich vorwärts geht, dass wir den Ausbau erhalten, dass die Verbandsgemeinde, die Gemeinden alle zusammenhalten, dass das alles funktioniert. Und deshalb war es für uns wirklich ja, so ein bisschen ein Tiefschlag. Die Verbandsgemeinde Pirmasens musste sich nach einem neuen Vertragspartner umsehen. Die sagen nun aber, es lohne sich für sie nicht, in kleinen Gemeinden wie Schweigs Glasfaser zu verlegen. Da wir bei der Recherche zum Glasfaserausbau in Rheinland-Pfalz nun mehrfach auf die UGG gestoßen sind, haben wir mit dem Unternehmen Kontakt aufgenommen und über die konkreten Fälle gesprochen. Was sagt der Geschäftsführer der UGG zu Pirmasens? Im Fall Pirmasens ist es so, dass wir Gespräche aufgenommen haben. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Wir haben aber zu keinem Zeitpunkt etwas versprochen. Wir können Pirmasens Land nur ausbauen, wenn auch die Stadt Pirmasens dabei ist. Für Jörn Schof war damit das Thema der Verbandsgemeinde Pirmasens abgeschlossen. Ein Ausbau war dort für die UGG nicht machbar. Und was sagt er zu den Vorwürfen, die aus Hermeskeil kommen? Seiner Meinung nach bemühe man sich um eine gute Kommunikation.
Tatsächlich ist es aber so, dass wir da natürlich auch an den Öffnungszeiten der Asphaltwerke hängen. Es gab da im August, September, wie Sie sagen, eine Verzögerung. Auf unsere Nachfrage, wann denn ein Ende der Baustelle in Hermeskeil in Sicht sei, sagt er Folgendes. Also wir gehen davon aus, dass bis im November diesen Jahres die Hausanschlüsse alle mit Asphalt versehen sind. Auf Nachfrage zum Fall von Herrn Bäumler sagt die UGG, beim Wechsel des Anbieters solle man warten, bis die neue Technik vollständig zur Verfügung stehe und vorher nicht selbst den bisherigen Anbieter kündigen. René Treitz jedenfalls stellen die Begründungen der UGG nicht zufrieden. Er und auch Reinhard Bäumler hoffen aber, dass der uns genannte Zeitpunkt, das Bauende im November, dieses Mal eingehalten wird.